Also hier haben wir den Obelisk für ein hier in einem französischen Schloss. Also wer will noch behaupten, dass die Pharaonen nicht, dass der Adel nicht von den Pharaonen stammt? Ne? Also hier, welches Beweis brauchen wir noch mehr? Und da ist die Isis. Ne? Wo ist sie? Ich sehe es nicht. Ja, da. Alles Pharaonen. Hier in Frankreich. Die regieren jetzt in Freimaurerlogen. Also die Pharaonen sind die Adlige geworden. Und schon mal den Erd und die regieren jetzt in Freimaurerlogen. Die neue Weltordnung. Und das hier ist die alte Weltordnung. Also wenn ihr meint, die Pharaonen sind verschwunden, naja, sie ehren sich. Ne? Und da gibt es noch eine da. Sonne hier, da sieht man zwei, so von dieser Seite, so Yashin und Boas. Und von dieser Seite ist es ja eine. Da sind auch, sieht man zwei, so von dieser Seite. Mit der Sonnenhieroglyphe da, oben drauf. Also die Pharaonen ist der Adel geworden. Und die regieren jetzt in Freimaurerlogen. Es sind alles Pharaonen. Die sind noch immer da und sie regieren. Ja, wir haben alle so einen Obelisk-Marsch hier. Also hier, es ist voll damit, hier eine ganze Linie, ne? Das geht sicherlich da bis zum Ägypten, da zum Gizeh-Pyramide oder so etwas, so eine Leyline, oder? Oh, das sind diejenigen, die regieren, ne? Die Pharaonen sind die Adlige geworden und die regieren jetzt in Freimaurerlogen. Da ist ja die andere nochmal. Sie pflanzen hier die Dinge nicht umsonst, ne? Die regieren. Es sind nicht die Juden oder so, es sind die Pharaonen, die regieren. Also diese Sonnenbrille da, es ist wie ein Scharfschützengewehr von diesen Obelisken. Die sind genau auf diesen Turm da gerichtet. Ne? Da ist sicherlich den Freimaurerschatz da vergraben worden, hier im Südfrankreich. Oder so etwas. Ne? Es ist direkt diese Linie hier, auf irgendwelche Linie. Ne? Und da sind da die Sonnenbrille da, ne? Wie ein Scharfschützengewehr, wie ein Zielfernrohr. Und wenn man das da verlängert, hier kommt man direkt auf diesen Turm da. Das nächste Mal gehe ich da mal gucken und filme das noch ein paar Wochen. Ne? Okay. Le Mont d'Or, das heißt der Goldberg. On a des super ciels quoi.